Welcome back. I mentioned to you yesterday that sometimes in Boston, I ask staff to introduce the person next to them. So just to change a little bit, I've asked Eddie O and Rudolph to introduce each other. Does it work? Thank you very much, Matthew. It was a very short introduction, but he told me that we are very special. So this means, first, this is not a lecture, this is a discussion. And we are talking about on the issue of collecting and more, and the more is, I think, the more is the most interesting thing today. And second, we are talking in German. So sorry for this. So now we are switch to German. Egidio. Wir konnten es bereits 2001 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lesen. Vor 16 Jahren. Egidio Mazzonas Sammlertätigkeit ist deshalb so berühmt, weil sie nicht konventionell sei, sondern mehr einer enzyklopädischen Spurensuche im 20. Jahrhundert gleiche. Nicht nur aus diesem Grund haben wir ihn heute zu einem Gespräch eingeladen. Lieber Egidio Mazzona, herzlich willkommen in Dresden. Ich werde mich auf kurze Fragen beschränken und freue mich schon jetzt auf ein spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Doch bevor wir beginnen, möchte ich dich kurz vorstellen. Ich kenne dich zwar gut, aber ich will jetzt trotzdem, um keine Dinge durcheinander zu bringen, auf meinen Zettel schauen. Der Sohn einer deutsch-italienischen Fabrikantenfamilie begann seine Sammlertätigkeit in den späten 1960er Jahren, eine Zeit, die auch seinen Kunstbegriff stark prägte. Eine große Rolle spielte dabei die zeitgenössische Kunst mit Werken der Arte Povera und der Konzeptkunst. Mit dem Düsseldorfer Galeristen Konrad Fischer fand er einen Gesprächspartner, der ihm im wörtlichen Sinn in die Kunst eingeführt hat. Bei ihm kaufte er auch sein erstes Bild, ein weißes Ölgemälde von Robert Ryman. Wenn ich jetzt irgendwas erzähle, was nicht stimmt, bitte korrigiere mich. Sache. Abgenudelt. Seine Sammeltätigkeit war für ihn der Versuch, das habe ich auch aus der FAZ, eine Struktur zu schaffen. Noch heute empfindet er jene Art als eine Art Studium. 1972 eröffnete er in Bielefeld eine Galerie, die er bald wieder schloss, um daraufhin seinen eigenen Verlag zu gründen, die Edition Mazzona, uns allen wohl bekannt. Mit seinen Büchern widmete er sich auch Kunst und Design der 1920er und 30er Jahre und bearbeitete hier beispielsweise Themen im Umfeld des Bauhauses. Im Rahmen der Erarbeitung seiner Publikationen trug Egidio eine unglaubliche Fülle an Kunstwerken, Designobjekten, Zeichnungen, Plakaten, Architekturplänen, Dokumenten und andere Materialien aus den unterschiedlichsten künstlerischen Strömungen der Avantgarde des 20. Jahrhunderts in Kunst, Design und Architektur zusammen. Wie viel und was alles genau, darüber sprechen wir noch. Was bemerkenswert ist, Egidios Aufmerksamkeit, wieder geprägt von der Konzeptkunst, gilt nicht nur dem Kunstwerk, er interessiert sich auch ebenso für den künstlerischen Prozess wie auch für das Umfeld des Künstlers, mitsamt den dabei generierten Materialien. Das heißt für uns schriftliche Dokumente, von Korrespondenz über Manuskripte bis zu Manifesten, Fotografien,
Broschüren und Kataloge zum Beispiel. Aber auch Einladungskarten, Künstlerschallplatten, Filme und vieles anderes mehr, was das künstlerische Geschehen rahmte, perspektivierte oder erst gar fundierte. Material, also alles in allem Material, das heute für die Forschung vom höchsten Interesse ist und nach Wunsch von Egidio Mazzona auch dauerhaft der Forschung zur Verfügung gestellt werden soll. Egidio entschied sich 2002 und erneut 2014, große Teile seiner Kunstsammlung den staatlichen Museen zu Berlin zu schenken. Damit half er erhebliche Lücken in den Sammlungen der Nationalgalerie zur Kunst der 60er und 70er Jahre zu schließen. Im Sommer 2016 gab der Sammler bekannt, sein umfangreiches Archiv der den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, also hierher, zu stiften. Als Archiv der Avantgarden wird es hier in Dresden seinen Platz im sogenannten Blockhaus finden. Das barocke Gebäude wird umgebaut, der Architekturwettbewerb wurde eben gestartet. Das Archiv der Avantgarden hat aktuell in einem Interimsquartier im japanischen Palais seinen Platz gefunden und öffnet bald seine Pforten. Wir treffen uns hier also zu einem besonders spannenden Moment. Ja, dann darf ich dich wohl vorstellen. Also Rudolf Fischer ist der Co-Direktor des ADA. Das ist jetzt die Namensgebung für das neue, für das Archiv hier in Dresden. Also Archiv der Avantgarden, abgekürzt ADA. Er ist Kunsthistoriker aus München, hat dort am Zentralinstitut gearbeitet und ist meines Wissens Spezialist für Architektur und Design. Sie sehen, das ist alles sehr spontan entstanden. Also wir hatten auf die Introduction of Matthew gehofft, aber es stimmt. Wir haben eins vergessen, wir sehen hier nicht im Bildschirm, ob die Zeit verrennt. Ja, genau, du gibst uns Zeichen. Dann machen wir einen Break. Ja, ich werde mich ganz kurz halten, 10 Fragen stellen, wenn wir durchkommen. Und wir sind schon mal in der ersten Frage hier, wenn ich auf Dresden komme. Egidio, wie fühlst du dich wieder so nah an deiner Sammlung? Gut. Er hat mir vorhin erzählt, er ist berüchtigt. Also es ist wirklich ein seltenes Glück, dass wir ihn auf dem Podium haben. Aber er ist berüchtigt, bei Diskussionen und Talks immer Ja und Nein zu sagen. Und meine Aufgabe ist es heute, dass ich etwas mehr aus ihm rauskitzle. Ich versuche es also. Egidio, dein riesiges Archiv der Avantgarden ist für viele, vielleicht sogar auch noch für mich, ein Arkanum. Wie ist deine Sammlung zusammengesetzt? Wie würdest du dein Archiv charakterisieren? Naja, wie gesagt, es ist das Archiv der Avantgarden und zwar konzentriert auf das 20. Jahrhundert und folgt einmal, was die Kunstrichtungen anbelangt, den Kunstismen. Aber was mir auch sehr, sehr wichtig ist in diesem Archiv, ist das Interdisziplinäre. Also es ist nicht so, dass es ein reines Kunstarchiv ist, sondern es spielt Philosophie, Politik, Literatur, Architektur, Design, Theater, Musik, Tanz. Also all diese Disziplinen spielen in diesem Archiv eine ganz große Rolle. Also die Gattungen werden zusammengefasst in deinem Bitte? Archiv. Alle Gattungen der Kunst des 20. Jahrhunderts. Naja, es ist eine Orientierung, ja. Wir sprechen jetzt gerade vom Inhalt. Wir haben jetzt über diese Gattung gesprochen. Das Besondere an deinem Archiv ist ja auch ein zweiter Aspekt, die Zusammensetzung. Ich habe es vorhin angesprochen. Deine Sammlung löst die Hierarchien zwischen den Gattungen auf. Du sammelst nicht nur sogenannte Kunstobjekte, also die kanonisierten Kunstwerke, sondern darüber hinaus, und das ist ja für uns besonders interessant hier in Dresden, auch Kontextmaterialien, eben wie Poster, Flyer, Broschüren, Einladungskarten, Einladungen aus den 20er Jahren, Einladungen aus den 80er Jahren.
Na, im Grunde man, ist es ein großer Fundus an Ideen, ja, die im 20. Jahrhundert gedacht wurden. Aber dazu gibt es eben also auch eine Kunstsammlung und eine Designsammlung. Und das sind für mich sozusagen Fixpunkte oder Prototypen, die das Ganze erklären. Was verstehst du unter Prototypen? Prototypen heißt eben herausragende Objekte, die einen bestimmten Stil symbolisieren. Oder ein Bild, die eine bestimmte Kunstrichtung oder etwas über eine bestimmte Kunstrichtung oder Epoche aussagt. Wir sehen also, deine Art zu sammeln ist etwas Besonderes. Also, für mich ist es etwas Normales. Etwas Normales. Siehst du denn, wenn du von normal sprichst, einen Unterschied zwischen deiner Art zu sammeln und der Art, wie ein Museum sammelt? Ja, mit Sicherheit. Also doch nicht normal? Naja, ich kann ja nur von mir reden. Und den Unterschied werden in erster Linie wahrscheinlich andere Leute feststellen. Aber als Sammler bin ich ja erstmal auf mich selbst gestellt. Also ich bin kein Kunsthistoriker, ich bin Amateur und habe mir im Laufe der Jahre über das Bauchgefühl und dem Dazulernen ein Wissen angesammelt, aus dem ich sozusagen jetzt meine Entscheidungen treffe. Gab es denn für deine Art zu sammeln irgendeinen Punkt, an dem du deine Meinung, deine Richtung geändert hast, für dich prägende? Ja, also es im Grunde kommt alles aus dem Zufall. Das heißt, es war nicht ein Plan vorangestellt, dass ich sage, ich werde jetzt Sammler oder ich werde jetzt Archivar, sondern das hat sich aus Zufällen entwickelt. Du hast eben in der Einleitung erklärt, also diese Freundschaft mit Konrad Fischer, die für mich natürlich sehr prägend war. Daneben hatte ich zur gleichen Zeit oder parallel war ein großer Mentor für mich, Heinz Rasch in Düsseldorf, der berühmte Architekt der Weißenhof-Siedlung. Der war der Presseleiter, glaube ich, der Weißenhof-Siedlung. Der war der Presseleiter, ja. Und er war Assistent von Mies van der Rohe und hatte aber die Werk- und Kunstarche, also ein Architekturbüro mit seinem Bruder in Stuttgart. Und das war eigentlich für mich eine prägende Erfahrung, weil immer wenn ich zwischen Bielefeld und Düsseldorf pendelte, also dienstags früh bin ich hingefahren, freitags abends zurück. Bevor ich meinen Kaffee oder meine Suppe bekam, musste erstmal über das neue Bild gesprochen werden, was an der Wand hing. Der wechselte nämlich jede Woche die Bilder aus. Matthew, that's new. Und das war ein Mensch, der so dieses universelle Wissen hatte, ja. Also der spielte mir Klaviersonaten von Satie vor und las mir aus Paul Schwerbart vor. Also der hat mir sehr stark die Augen geöffnet. Heinz Rasch war ein Architekt, aber er war auch Kunstsammler. Er war ein sehr, sehr ja, großer Sammler, also speziell Willy Baumeister und Oskar Schlemmer, aber er hatte eigentlich das ganze Spektrum des 20. Jahrhunderts, also Kurt Schwitters, Juan Gris, Léger und so weiter. Egidio, wie würdest du die politischen Aspekte deines Sammelns und dessen Resultat, also unseres Archivs der Avantgarden, einschätzen, damals und heute, hier in Dresden? Naja, das ist ein sehr komplexes Thema. So wie der Titel unseres Symposiums. Ja, ja. Aber dazu brauchen wir, glaube ich, mehr Zeit und Raum. Aber kurz zu sagen, ich glaube, und da gehe ich jetzt wieder zurück auf mich als Sammler, dass das Sammeln oder der Sammler eigentlich eine Verantwortung auch der Gesellschaft gegenüber hat in seinem Tun. Und es war mir immer eine wichtige Geschichte und ich bin sehr, sehr froh, dass ich in Dresden einen so wunderbaren Partner gefunden habe, der also mein Lebenswerk
einmal würdigt und zum anderen also auch in eine sinnvolle Nutzung bringt. Und das war immer mein Wunsch und da, über diese Situation bin ich sehr froh. Aber ich glaube, als Sammler, vor allen Dingen in den Dimensionen, wie mir das möglich war, hat man eben diese Verantwortung auch dafür zu sorgen, dass es diese Sammlung irgendwann mal auch sinnvoll genutzt wird. Du hast eine Sammlung hier zu uns nach Dresden gegeben, was uns ja jeden Tag freut. Aber eine Frage dazu. Die Avantgarden des 20. Jahrhunderts gehören, wie von Walter Graskampf beschrieben, zu den Museumsstürmern. Ich will sagen, beispielsweise Marinetti forderte 1909 in seinem futuristischen Manifest: Wir wollen die Museen, Bibliotheken und Akademien jeder Art zerstören. Nun ist deine Sammlung in einen musealen Komplex, einen sehr großen musealen Komplex hier eingebunden. War das für dich eine schwierige Entscheidung oder Nein, wie siehst du das? Überhaupt nicht. Es gibt natürlich viele revolutionäre Ideen in dem Archiv. Also die Futuristen wollten ja auch Venedig abräumen und eine neue Stadt in der Lagune bauen. Also ich finde trotzdem gerade, dass diese so konträren Ideen im 20. Jahrhundert dort in diesem Archiv jetzt nachvollziehbar sind, ja, eine wirklich wunderbare Möglichkeit. Wie schätzt du denn die Rolle unseres Archivs der Avantgarden im enzyklopädischen Ganzen der Dresdner Museumslandschaft ein? Also weitergedacht, wie verändert sich die bestehende Sammlung der SKD als Gesamtes, wenn ein so großes und markantes Konvolut wie deines einfließt? Wir haben es nicht erwähnt, aber das Archiv der Avantgarden besteht aus 1,5 Millionen Objekten. Das kann auch ein Blatt Papier sein natürlich. Wir übertrumpfen, glaube ich, den Rest der Sammlung, oder wir sind gleich mit dem Rest der Sammlung an Objektanzahlen. Ja, ich würde sagen, als erstes sehe ich das Archiv als Batterie für die existierenden Museen, die korrespondieren, also das Kunstgewerbemuseum, das Albertinum, das Kupferstichkabinett und auch ein paar andere. Das Zweite ist, wir haben ja, soweit ich bis jetzt informiert bin, auch die Idee, das Museum der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, zumindest bis zu einem bestimmten Grad. Und das ist für mich ein Experiment, wo ich sehr, sehr neugierig bin, wie das funktionieren soll. Und wir hatten ja vor einigen Tagen die Sitzung mit der wegen des Architekturwettbewerbs. Und da ist natürlich eine ganz wichtige Frage, wie die Architekten uns mit Ideen versorgen, das umzusetzen. Aber darauf bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich sehe das Archiv hier in Dresden auch in enger Nachbarschaft zu Prag und Breslau als sehr, sehr wichtigen Punkt, über die Landesgrenzen hinaus zu kooperieren. Es gibt da also auch, soweit ich informiert bin, ein großes Interesse und darauf freue ich mich ganz besonders. Noch einmal für das Publikum, viele wissen es ja nicht, wie ist denn deine Sammlung zusammengesetzt, also in Bezug auf, ist sie mehr international oder ist sie national? Du hast es jetzt gerade angedeutet. Die Sammlung ist absolut international und wie gesagt, also sie ist geprägt von den Kunstismen und das fängt ja mit dem geometrischen Jugendstil in Wien an, geht dann über den Konstruktivismus und Suprematismus in Russland, den Futuristen in Italien, den Expressionisten in Deutschland. Ja, da kommen wir etwas später zu. Und dann den Surrealisten in Frankreich,
in erster Linie, also es ist eine internationale Prägung, weil diese Ismen haben ja auch regional, also auch eine sehr starke Verankerung gehabt. Ja. Es gibt zwar auch futuristische, also den Futurismus in Polen, aber zwei Schwerpunkte haben sich in den letzten Tagen, Jahren bei meinen Akquisitionen besonders interessant herausgestellt. Das war einmal Südamerika. Und da bin ich sehr stark unterwegs. Und kannst du ein Beispiel geben? Naja, ich verfolge die Tendenz einmal der Gruppe um Torres Garcia in Uruguay. Also das ist ja im frühen 20. Jahrhundert und dann weiter über die Mahdi-Gruppe, die in den 40er Jahren begonnen haben, bis zu dieser Kaik-Gruppe und alles, was darum herum ist, an konkreter Poesie, Performances und so weiter. Du hast ja auch eine Sammlung von dem Architekten Tester. Ja, soweit ich weiß, oder ich weiß es. Ja, ich bin sehr froh, den habe ich persönlich sogar noch kennengelernt, ein Jahr vor seinem Tod, hochbetagt. Und das werde ich nie vergessen, er hatte so fliederfarbenes, schönes Papier vor sich liegen und er hat mir einen Tag spendiert. Ich habe ihn gefragt, er hat mir erzählt, aber dabei hat er ununterbrochen gezeichnet. Typisch südamerikanisch. Also es war sozusagen so eine simultane Kommunikation und manchmal hat er mir dann eine Zeichnung, die irgendetwas erklärte, rübergereicht und manches war aber wahrscheinlich auch reine Fantasie. Oder. Wir kennen das ja auch von Oskar Niemeyer. So ja, diese Art, das war ja sozusagen der Oskar Niemeyer, ja. Von Argentinien, ja. Genau. Ich denke auch, er hat einen Salon geführt in Buenos Aires, ja, soweit ich weiß. Und er war wirklich, ein Bild für dieses Zusammenführen aller Gattungen, Literatur, Architektur, bildende Kunst und so weiter. Ich möchte noch etwas, wir haben noch etwas Zeit, ich möchte noch etwas genauer wissen, wie du tickst als Sammler. Bitte? Wie du tickst, wie du denkst. Und zum enzyklopädischen Wissen gehören Ordnungsstrukturen. Der Kunsthistoriker Abi Warburg hat in seinen Zusammenstellungen von Bildern und vor allem Büchern sogenannte gute Nachbarschaften gebildet, wie er selbst sagt. Serendipity, wie Andreas Bayer es aktuell nennt, und dadurch neues Wissen generiert. Mhm. Ich würde jetzt gerne wissen, war Abi Warburg für dich irgendwie ein Einfluss, ein Vorbild oder nach welchen Kriterien? Du hast es gesagt, nach Ismen, aber da muss es doch etwas mehr noch geben, wie du deine Sammlung organisiert hast. Das kann ich eigentlich auch nur mit Ja beantworten. Mit Ja. Wie findest du deine Dokumente wieder? Sie sehen also, dass das Findbuch, das Finding Aid, ist bei Herrn Mazzona im Kopf. Und das ist auch für uns, also hier im Archiv der Avantgarden, eine große Aufgabe, dieses mentale Wissen in eine Datenbank überzuführen. Also ich werd euch noch viel helfen müssen. Gut. Kommen wir nochmal zur Forschung, was für dich ja auch ein sehr wichtiger Punkt ist. Mhm. Wie könnte sich die etablierte Sicht auf die Avantgarden des 20. Jahrhunderts, also jetzt im Laufe der letzten Jahrzehnte die Forschung, durch exakt die Spezifik deiner Sammlung verändern? Siehst du jetzt auch, wir haben ja gerade gehört, zur Global Art History irgendwelche Bezüge vielleicht? Also die wird sich in der Nutzung des Archives massiv verändern, weil das Archiv steckt voller Geheimnisse, Indiskretionen und neuen Wahrheiten, wollen wir es mal so nennen. Also das ist natürlich für mich auch immer spannend gewesen, sozusagen von diesem Mehrwissen aus dem Archiv zu profitieren. Ja.
Und das wird noch sehr, da werden noch viele Überraschungen zutage treten. Überraschung, man kann das ja auch steuern. Welchen Wunsch hast du denn an die Erforschung deines Archivs? Natürlich kann man damit manipulieren auch, aber, aber wie gesagt, ich habe ja das Archiv jetzt freigegeben und euch übergeben. Verantwortlich seid ihr. Egidio, eine letzte Frage. Ich antworte jetzt nicht drauf. Eine letzte Frage. Ja. Wie wird es bei dir weitergehen? Naja, du hast alles jetzt an. Ich hatte noch nie in meiner ganzen Karriere einen solchen Lauf wie zurzeit. Also ich habe. Erzähl uns das. Ich werde euch die Bude vollknallen. Okay. Ja. Ich seh gerade Marcello Resende, mein Kollege, Co-Leiter des Archivs der Avantgarden. Ich eigentlich nicht auch. Er lächelt nur. Okay. War's das? Ja, ich würde mal sagen, wir sind fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Rinse, get the B, 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 Rinse, get the B, 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 B,
I'm going to introduce Hartwig in just a moment, but since our two speakers have elected not to come up after, I just thought I would say a couple things about what I heard you talk about, which to me relates so much to what I think museums must be. The first thing Eugenio said was this notion of the journey, that he will be with the museums in Dresden as the understanding of the archive gets unpacked and understood, and that you're willing to be a partner in that journey. I think the idea of the journey in museum practice is very important. The question of what road are we on? And I think this conference is about that notion of this continuous journey of discovery. Second thing I heard, and I have to say it's wonderful to hear, is the notion of sharing. The notion that taking something from the private realm into the public realm has meaning, not just for us as the recipients, but for the collector as well. Which allows me to say that I believe, as a museum director, the most important things begin with generosity. So I just want to acknowledge this wonderful gift that you've made to this museum. And remember, you're staying with them right to the end. You're helping unpack it all the way through the journey. Hartwig Fischer is our next speaker. He took up the post of director of the British Museum in the spring of 2016. He gained his PhD in art history at the University of Bonn in 1993 after studying in Berlin, Rome, and Paris. He began his career in museums as a research assistant and then curator of 19th century and modern art at the Kunstmuseum in Basel, Switzerland, before becoming director of the Folkwang Museum, Essen, in 2006. During his time as the director of the Folkwang, he oversaw a major building project with the acclaimed architect David Shipperfield, as well as several blockbuster exhibitions and many key acquisitions. In 2012, Hartwig Fischer was appointed director general here in Dresden with responsibility for, and I have to read it because I wouldn't believe it if I didn't, 14 museums and associated libraries, archives, and research centers. As director general of one of the foremost museums of the world, he led the development of significant international exhibitions and research projects across the world, as well as in Germany. He has also overseen major building projects and renovations here in Dresden. Let me just say that as somebody who's enjoyed 2 years now of continuous conversation with Hartwig, he makes me think every day. Hartwig Fischer.
I'm very nervous. It's very good to be in Dresden and to be with so many old and new colleagues. And I think it's wonderful, Marion, that you decided to discuss the role of encyclopedic museums in politically complex times with our colleagues from Africa, from the Americas, from Asia, and from Australia, because that's the only way we can do it. Before I share a few remarks with you, or observations, I would like to say, and Marion asked me to do that, two more words on Egidio Mazzone. I think we're extremely, not only extremely grateful, but we are totally aware that this archive is a major challenge. And we wanted this challenge to come to Dresden. The challenge is in the man, who's a brilliant mind, a fantastic connoisseur of the avant-garde he's collecting and beyond. And that needs to be stated very clearly. He is one of the greatest specialists of the field he's active in. And I know few people who have that depth of concrete knowledge. So he challenges our perception, he challenges what we think we know. But he also challenges the institution that he decided, or he posed as condition for coming here, that the archive comprise storage, an exhibition space, and a reading room for students from all over the world to come here and work in Dresden on the archive, on the holdings. And we were fortunate, Marion, and before Marion, myself, to a certain degree, that the state of Saxony agreed to create this space with the help of the federal government. So I think everybody is aware of the enormous dimension that with this archive enters a collection that in the general perception, which is very incomplete, is rather driven by its historical holdings. So when Egidio says there's a lot of surprises in this archive, he refers to, for instance, correspondence, you know, letters, documents from some of the most important artists that nobody has ever studied before. And we thought, Marion and I, and all the colleagues involved in this, that Dresden needs that. Dresden needs that challenge. Dresden needs to understand that from its inception in the 16th century, this was a place of contemporary art. Not always the same intensity. And I think it's important that we regain that notion of challenge. And in a way, Egidio, as a person, is the best example of how collections come into being. You need hunters and gatherers. And he's a hunter and gatherer of sort. He knows the jungle he's moving in. And he also knows very well what it takes to negotiate. And that's something museum people have to learn, too. I'm sure that many of the people who sold him parts of their holdings can tell long stories about that. So thank you also from my side again. I think, you know, what can a museum today do which does not have billions of euros to bring about a major change to its overall layout? Generosity, Matthews, that's the one word. And I think it's only through this generosity and entire collections coming to Dresden and understanding the strategic significance of such a move that this change can be brought about. There's another person that I would like to briefly mention,
and who's actually behind the fact that we gather here today. That's Rüdiger Kruse, a member of the federal parliament who decided, in view of what Dresden tried to do facing Pegida, that we should do a festival of world music, European and world music, to highlight what is the real essence of Dresden, and that is its global outreach. And then, seeing that it was beautiful, he said, let's do it again. Let's do it again in Jerusalem and then in London, and have this gathering here today as a kind of hub, the center of all of this. So I would like to thank him too for making it possible. On the 27th of August, 1520, Dürer traveled and was in Brussels, and he saw in Brussels objects that had been given to Hernán Cortés by Moctezuma, the Aztec king, in 1519. Gifts of gold, silver, and precious stones, including jewelry, ornaments, hat pieces, discs, garments, shields, and helmets. Cortés sent the tribute to Charles V, King of Spain and Emperor of the Holy Roman Empire, who placed them on exhibit in 1520. So Dürer saw these things, and this is what he noted in his diary. At Brussels, I saw the things which have been brought to the king from the new land of gold. A sun all of gold, a whole fathom broad, and a moon all of silver of the same size. Also, two rooms full of armor of the people there, and all manner of wondrous weapons of theirs, harness and darts, very strange clothing, beds, and all kinds of objects of human use, much better worth seeing than prodigies. These things were all so precious that they are valued at 100,000 florins. All the days of my life, I have seen nothing that rejoiced my heart so much as these things, for I saw amongst them wonderful works of art, and I marveled at the subtle ingenia of men in foreign lands. Indeed, I cannot express all that I thought there. None of the Aztec art sent by Cortés to Spain is known to exist today. Many of the gold and silver works were melted down and other pieces thrown away. Moctezuma was probably born in 1466. The ninth ruler of Tenochtitlan reigned from 1502. He was killed during the initial stages of the Spanish conquest of Mexico on the 29th of June, 1520, that is 2 months before Dürer reached Brussels. I think this is an incredible passage, an incredible document of someone encountering a world unknown to him. One of the most distinguished minds and artists of his time. And it reminds us that what is at the heart of all this is the encounter with the objects as documents of another culture. And it reminds us that the key of all this is being open, being curious, being touched. And
I think that last phrase is perhaps the most stunning. He says, I cannot say everything I thought there. And that incredible realm of a human being, one of the greatest creators, saying, I cannot say what it means to me. I think that needs to be highlighted. What you see here is a relief showing the attack on an enemy town on the upper tier and on the lower tier, the removal of enemy gods. It is dated 728 BC. And it was part of the central palace in Nimrud, and then reused in the southwest palace. The ruler of that time, the person who commissioned this, was Tiglath-Pileser III, who ruled from 745 to 727. He discouraged revolts against Assyrian rule with the use of forced deportation of thousands of people all over the empire. He is one of the most successful military commanders in world history, conquering most of the world known to the Assyrians before his death. How do I move this on? Could I see the film which comes before that? And I just wanted to, if it works, show you the context where this relief sits in the British Museum, just behind the Rosetta Stone, which you see here. And there it is, the relief. At the center of the Assyrian gallery, which I filmed one morning before the visitors would arrive. It's all quiet and no artificial light. Now, had this relief remained in Nimrud, it would be smashed by now. Or it would still be covered by sand because nobody would have excavated it and we would know nothing about it. And we would be unable to read the inscription which talks about the deportation. Now, mind you, the gods are not smashed by the army of this ruler. They are carried away. He respects them. And you better don't mess with the gods. You never know. Some of these were later returned. And now it's in the British Museum. Could I have the next image, please? The British Museum, Neil highlighted this yesterday, was founded through an Act of Parliament as the first national public museum institution. And I would like to share a few passages from the British Museum Act of 1753 with you, which I think are particularly telling. It states, all arts and sciences have a connection with one another, and discoveries in natural philosophy and other branches of speculative knowledge, for the improvement and advancement of which the said museum or collection was intended, do and may give rise to the most useful experiments and inventions. So, it's a highly speculative, experimental institution that does not simply collect for collecting's sake, but you create new knowledge, universally relevant new knowledge. And it goes on by saying that the said museum or collection may be preserved and maintained not only for the inspection and entertainment of the learned and the curious, but for the general use and benefit of the public.
So the very creation of that institution is intimately linked with the notion of public good. That it might be in Her Majesty's power to make that most valuable collection useful to her own subjects and all learned foreigners, which is to say, this institution is not there only for the British. It is there for the whole world. And it says, a free access to the said general repository and to the collections therein contained shall be given to all studious and curious persons, which is to say, to everybody. It's collecting the world, but collecting the world obliges you to make this collection accessible to everybody. So, it is, if you like, not only a repository of things from all over the world, it has created, or helped to create, our modern notion of art and of cultural heritage. And it has inspired the greatest artists and minds since its opening. And I just want to mention one as an example for so many others. And that's André Derain, who in 1906 wrote to his friend Henri Matisse a letter saying that he's been absolutely stunned by this collection. He had visited 5 times and now he had to leave because it was just too much for him. And that he had seen works from all continents and that this had given him, that's the end of that letter, the awareness of being. The awareness of being. Now, I think that is a notion when we talk about the Encyclopedic Museum that we have to keep very present. It is not only a repository of the past, it is a repository of future knowledge, of knowledge to come. And Egidio highlighted that when he said, there are a lot of secrets in my archive. And I think that archive shares that quality or that feature with a real encyclopedic collection. And this is why I show you this object. I don't know if you can tell what it is. It's one of the very, very few papyri which is still rolled up. You know, papyri, normally you would collect and then you would unfold them very carefully so you can read them. These are rolled up words nobody has read. And it's in a museum. What does a museum do with this? Do we have to unroll it? Or do we have to respect how it was stored in the library where it was initially kept? So I think it's a very telling object. Next to this object, I saw the other day, this is very new, I just took it a couple of days ago, this picture, with Neil Spencer, the keeper of the Ancient Egypt and Sudan collection, a papyrus talking about a trial, in front of the court in Egypt, in ancient Egypt, against robbers, tomb robbers, who would take things from, even from royal tombs. Now, research has brought to light that actually it was the government that was behind these robberies. They had fallen on hard times. Part of the empire had been lost to Nubia, Sudan, and they needed money. So they removed the mummies carefully, respectfully, and replaced them in other tombs. And then sold the sarcophagi, they sold the gold or melted it down, the silver, and all the other objects. So in a way, if you like, they respectfully reused their own cultural heritage to make ends meet and redistributed them to whoever wanted to buy them. Now this is obviously not
always the case when it comes to the collections of encyclopedic museums. And this other aspect, the violence, is something I would like to address now. By talking about an artist I had the great fortune of working with, Lothar Baumgarten, born in 1944, lived for a year and a half in 1978-79 with the Yanomami in the upper Orinoco. And he reminds me of Gulliver that Neil mentioned yesterday. Perhaps you remember that Gulliver, when he has to leave the Hyanums, the wise horses, at the end, barely escapes the inhabitants of an island where he lands to take water and something to eat and then go on his way back. And they shoot an arrow at him and they injure him. And he says, "I carry the mark to my grave." And in a way, I think Baumgarten himself carries the mark of this encounter, which has marked his life. After his return, I'll be brief, he denounces in a text published in 1985 centuries of colonial abuse, exploitation, brutal proselytizing. He talks about the fear of the other, and this is what he says: "In the mirror of destroyed cultures, we recognize our true image. Is it not the restless, hideous face of insatiable greed and exploitation? In our restless quest to understand the entire world and our lust for gold and precious stones, we have disturbed the sleep of spirits, or the sleeping spirits. It seems that only total control and destruction of the other will free us of our fear of the other and the unknown. Control of nature has turned into its destruction." And then he says, "Solely the power of understanding," which is also a quest for knowledge, a quest for knowledge that has destroyed the cultures he's tried to understand, "solely the power of understanding can free us from the unfathomable sadness of sacrilege, and humility alone will help us to change our behavior." And then he quotes Atahualpa Inca, who says to Francisco Pizarro shortly before being killed on the 26th of July, 1533, "The tears will fall like the rain all by themselves. You will be sad about what you've done because you have lost a vital part of the world, thinking that you would gain it and make it your own property." And I think encyclopedic museums have to address this and have to be aware of it. They have, if you like, as Heine Müller says in the Horatian, "Who gains victory for Rome over Alba, fighting the creation, and then kills his sister because she was betrothed to the creation, and weeps. And he says, 'But I conquered for Rome.' And she says, 'Give me back what was mine.'" An unsolvable problem. And he says, "What happens to this man? He gets a triumph. He conquered. And he's put to death. He's sentenced and put to death as a murderer." And then he says, "We rule that whenever you speak about him, you will have to say he's a conqueror and the savior of the fatherland. And you will also have to say he's a murderer. And you always have to do that at the same time. And if you don't, you'll be punished." Why? Because it's important that, since the words
must be kept pure. Because a sword may be broken, and also man may be broken, but words, they fall into the wheels of the world, irretrievably, making things known to us or unknown. And in a way, this is what Edward Said called precise philology. It is the precise philology of our own history. Or in the words of Walter Benjamin, the critique of violence is the philosophy of its own history. Now when it comes, and I will end with that, because time is up as I see on this terribly red screen here. So what is the role of the Encyclopedic Museum in politically complex times? Obviously to preserve objects as a repository of future knowledge. To give rise, as the BM Act of 1753 states, to the most useful experiments and inventions. It has to give access freely. It has to engage in dialogue because it can achieve its mission only in dialogue, in open dialogue, in listening, in learning, with humility. It has to recognize difference, allow and integrate different narratives, and, going back to Dürer, the unknown and the unspeakable. It has to share knowledge and expertise and objects where they are safe and where they can be preserved for future generations, because this is very much about the future. It has to be frank and open about its own history without false idealization and without losing compassion. It has to understand that in the museum of the world, for the world, there are no foreigners, or there are only foreigners. And it has to understand that there is no redemption and no joy without understanding. The Encyclopedic Museum must reach out to the world. And has to understand the other in facing, in conversing with the other through the depth of history and along the meridians of the globe that cross through many a trope. Thank you. Okay, I'm about to prove everybody wrong who thinks museum directors are not flexible and take too long to make decisions. Marion and I have decided, and it took about a minute, that we're actually going to break now, and we're going to ask you to come back half an hour early. If it's okay with the four speakers, we're going to gather you at 1:30 so we can have a good half hour of conversation. So that was quick, and we did it on our own. So only to say, let's have lunch now, come back half an hour early at 1:30, not 2 o'clock, which is in your program. Thanks, everybody.